Schönen guten Morgen, vor halb neun. Heute gehen wir mal wieder raus ins Café. Und diese Woche haben wir Elektropop aus Frankreich. Aus Frankreich und zwar von Aaron. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie man die richtig ausspricht. Aber was ich richtig bemerkenswert finde, ist John Malkovich, der Schauspiel-Superstar, ist ein großer Fan dieser Band. Wir hören jetzt mal kurz rein. We Cut the Night. Das ist ja so lustig. Wir sind gerade in einem anderen Film mit schlechten Klamotten aus den 80er Jahren und schlimmen Frisuren, weil es ist tatsächlich so, dass man, wenn man diese Musik hört, sich zurückversetzt fühlt in die 80er Jahre, ne? Und die Musik meinten wir natürlich nicht mit schlecht, sondern die Musik war richtig gut. Aber trotzdem ist man immer so gefangen. Back to the 80s. Naja, so, wir kommen wieder zur Jetztzeit. Sie wissen, wir spielen auch in dieser letzten halben Stunde gerne mit Ihnen richtig oder falsch. 01371 37 38 39. So, bei uns ist ein Elektropop-Duo, nämlich aus Frankreich, Aaron. Und wir sprechen mit Simon bzw. Simon, dem Sänger. So nice to have you. Hallo. And we know that John Malkovich is appearing in one of your videos. How does that come? We shared a Frühstück together and we decided to make music because he liked what we did. So he just was enjoying the fact of, you know, being part of the music thing. So hat sich alles so entwickelt. Wir haben keine Zeit mehr. We Cut the Night kommt im April, das Album von Aaron, und wir sagen herzlichen Dank und jetzt hören wir Blouson Noir. Wir sehen uns morgen. Tschüss ab 5.30 Uhr. Jetzt, oh, die Technik hat aufgegeben. Shall we help you? Yeah, you can dance with it. Okay. Oh no. No, I can't sing. If I would sing, everyone would run away. Okay. I guess you have to stay here. You don't hear anything. Keine Connection? No connection. Can you sing without? Can you do it without? I don't think so. Oh no. What can we do? I don't know. Where's John Malkovich if you need him? I don't know. Maybe he's at the table over there. Okay. Have a nice day, everyone. No. So fantastic. Ich hol einfach zwischendurch mal die CD. Dann hast du vielleicht noch drei Fragen. Ja, dann reden wir doch noch weiter über John Malkovich. So, ich brauche noch mal ein kurzes Mikrofon, bitte. Okay, so. Du hast mir ja erklärt, dass... geht's jetzt doch, oder was? Start again? You know, computers this day. Okay. Ich spring mal kurz mit der CD dazwischen. So Sekunde. Yeah, well, I'm fine. It's everything is all right. Tell me more about John Malkovich, by the way, right now. You just said it was kind of coincidence that you met him. No, I wrote him a letter because I wanted to have this guy in the part of the process of presenting the album, because I thought that the fact that, like, the kind of aura that this guy has is wonderful, and it's just something to be part of. You know, it was just a nice way of, like, a godfather to the next album. So that was a. Müssen Sie sich mal anschauen im Internet das Video von Aaron zu Blouson Noir mit John Malkovich. Er hat ihn einfach angeschrieben. Ja, viele denken ja, das bringt eh nichts, aber er hat es einfach getan, hat ihm einen Brief geschrieben und John Malkovich hat zugesagt. So, we are in love with your music because it reminds us a little bit of our childhood, because it's like in the 80s, you remember? Well, I was born in the 80s. So no. You're so young. Yeah, how old are you? How old am I? No, I'm not going to ask that, but you're very young. Okay. Yourself, so
Are you okay? I think it's good, the connection. We try it again, okay? Oh, jetzt haben wir kaum noch Zeit. Wir laden Sie einfach. Yeah, we dance, okay. Wir laden Aaron. Sie einfach wieder ein. Das müssen wir jetzt einfach versprechen.